Hey, grüß euch. In dieser Episode geht es darum, wie baue ich ein Fundament richtig, beziehungsweise ein Fundament für eine Hebebühne. Das werdet ihr jetzt im Video sehen. Seid gespannt. Jetzt geht's los. Let's go. Zunächst sei gesagt, fürs Fundament habe ich mich erst im Nachhinein so richtig interessiert, weil als erstes dachte ich mir, es reicht normaler Betonestrich. Das reicht aber nicht, ist ja viel zu fein, man braucht viel gröberen Kies da drin. Man braucht 16 bis 32er Kies. So, 16 bis 32er Kies und dann habe ich die Angaben von dem Hebebühnenhersteller, in diesem Fall war es Nussbaum, die haben da Angaben gemacht zu dem Fundament, wie es gebaut werden muss, wie die Bewährung davon aussehen muss, wie die Maße von dem Fundament sind. Und es gab zwei verschiedene Formen. Zweimal so Blockfundamente und einmal eine große Platte. Die große Platte insgesamt verbraucht einfach weniger Material und ich bin ja nicht geizig, aber preisbewusst. Böse Zungen sagen vielleicht geizig, aber ich sag preisbewusst. Auf jeden Fall habe ich mich dann für das kleinere Fundament entschieden, also wo ich weniger Material verbrauche, dieses Plattenfundament. Und dafür war vorgegeben, dass man mindestens einen Q377 Baustahl verwenden sollte, also für die Matte. Das ist aber eine alte Form, dieses Maß gibt es seit 15 Jahren nicht mehr. Dementsprechend ist jetzt ein nächstgrößeres Maß, also das war die Mindestangabe, das nächstgrößere Maß ist Q424 als Baugitter. Das ist ein Mischmasch aus 10er und 8er Baustahl und es war halt angegeben, dass 3,5 Quadratzentimeter auf 1 Meter an Bewährungsstärke sein müssen. Wie wird das gemessen? Und zwar, das habe ich auch erst nicht verstanden, hat mir mein Betonbauer gesagt, wie das gemessen wird. Es wird ein Querschnitt gemacht, 1 Meter durch diese Bausteinmatte und dann werden alle hier diese Bewährungsstelle, die in diesem Meter vorhanden sind, gemessen, die Fläche davon im Querschnitt und das ist dann die Angabe, wie viel Stärke das hat. Also bei mir waren es jetzt mindestens 3,5 Quadratzentimeter pro Meter. So einen Baustahl habe ich verwendet, also habe ich jetzt geholt. Das werdet ihr jetzt gleich aber auch sehen. Angegeben bei Nussbaum in der Beschreibung fürs Fundament war wieder ein älterer Beton, eine ältere Norm. Die gibt es so nicht mehr, aber das entspricht ungefähr dem C2025 Beton und den werde ich für das Fundament einfach holen, mir fertig anmischen lassen und nicht mehr selber mischen. Ich habe hier Estrichbeton und den Zement alles wieder weggebracht, weil dieser fertige Beton, den ich jetzt in den Bütten hole, ich hoffe, ich kriege ihn in den Bütten, dann ist deutlich günstiger und ich habe mir Arbeit gespart und außerdem ist das Zementwerk gerade mal 8-9 Minuten von hier aus entfernt. Mit zwei Fahrten sollte das erledigt sein. Jetzt geht's aber mal los mit der Arbeit, seid gespannt. Jetzt sind die Steine draußen, jetzt muss gegraben werden, Alter, ich bin klitschnass! Ich bin übertrieben fertig, ich habe übelst die Wackelpudding-Hände. Mein ganzer Körper fühlt sich wie ausgeschissen an. Ich habe jetzt hier den Kies-Split davon abgetragen und darunter ist so eine schöne Betonfläche, die ich hier mit der Spitzhacke weghacken muss.
Zum Glück ist es kein hochwertiger Beton. Von daher geht es eigentlich, dass man den weghackt, kostet aber trotzdem genügend Kraft. Also ich hätte da lieber keinen Beton, auch keinen billigen Beton. Ja, muss auf jeden Fall weg. Damit ich ungefähr auf, ich würde mal sagen, 22, 23 cm tief komme. Dann lege ich ein bisschen Split aus, den ich verdichte. Darauf kommt dann hier diese Bodenplane. Dieser Estrich-Abdeckplane, keine Ahnung mehr, wie die genau heißt. Auf jeden Fall kommt die da drunter und dann kommt Monierung drauf. Wir haben den nächsten Tag und mein Bruder und ich haben gerade hier den Baustall geholt. Der ist viel zu groß fürs Auto gewesen. Den haben wir dann einfach kurzerhand, zapp, 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 habe ich eine Palette bei denen mir stibitzt und da oben diesen Holzbalken. Das dann auf dem Dach abgespannt, unten in so ein paar Ösen, wo der Wagenheber dran ist oder so. Und dann hatten wir noch einen großen Verschnitt dabei. Der hat überhaupt nicht gepasst. Den mussten wir dann in der Hälfte durchschneiden. Und dann konnten wir das hier reinlegen, den Verschnitt. Wir haben auf jeden Fall hier einen viel zu großen Stahl noch übrig. Den Rest müssen wir oben aufs Dach legen mit einer Palette, weil es überhaupt nicht ins Auto passt. In den Anhänger erst recht nicht. Hier ist noch mehr Stahl. Da ist noch mehr Stahl. Das ist alles Verschnitt. Man kauft immer nur die großen Dinger. Und wir sind hier mitten in der Halle und blockieren hier alles. Da hinten sind die U-Bügel und hier halt dieser Verschnitt. Das ist einfach nur Verschnitt. Falls jemand Baustahl will, sagt Bescheid. Ich bin jetzt Baustahlhändler. Und hier haben wir nochmal Baustahl. Hier, das sind noch so ein paar Stangen, die mussten wir noch laden. So lang ist das halt, 3,70 Meter oder was sind die ganzen Teile. Deshalb passen die nirgendwo rein. Und 1,60 in der Breite. Das laden wir jetzt ab und dann grabe ich weiter das Loch und dann lege ich die Folie da. Kranplätze müssen verdichtet sein, aber zum Graben ziemlich abgefuckt, wenn der Boden verdichtet ist. Deshalb ein bisschen mit dem Stemmhammer hier, ein bisschen Stämme! Gegraben. Ich bin endlich bei 22 cm und ein bisschen tiefer an manchen Stellen. Die muss ich natürlich auffüllen, da wo ich tiefer bin. Ich zeige euch jetzt mal, was ich alles so ausgehoben habe. Fangen wir einfach hiermit an. Das ist ja die erste Schicht, die drauf war. Hier diese Steine, diese Betonsteine, diese Zementsteine, die da drauf waren. 8 cm stark sind die und keine Ahnung, wie viele es sind. Schreibe ich euch hier irgendwo auf, wenn ich es nachgezählt habe. Als nächstes war dann Split dran. Diesen Split hier, den habe ich rausgeholt. Den werde ich auch wieder verarbeiten. Das sind ungefähr 2 bis 3 cm. Die kommen unter das Betonfundament. Dann wird das schön verdichtet. Und dann kommt das Fundament drauf. Hier, das hier ist diese
Betondecke, Estrichdecke gewesen, die da drauf war. Zum Glück nicht hochwertigstes Zeug, aber mit der Spitzhacke ordentlich Arbeit gewesen. Gestern war einfach zu spät für den Stemmhammer, für die Hilti. Und heute habe ich dann hier unten die absolut verdichtete, ja, was ist das? Erde, Sand mit Geröll, mit Schutt. Das war übelst verdichtet, übelst hart, dieses Zeug. Und das ging halt auch nur entweder mit der Spitzhacke oder mit dem Stemmhammer raus. Das habe ich jetzt gemacht. 22 cm, 22 bis 23 cm. An manchen Stellen bin ich auch deutlich tiefer. Ich habe mir hier so eine quasi Tiefenwaage oder was auch immer gebaut. Da hängen dann die Schnüre auf der Höhe von 22 cm. Auch in der Schlappenposition hier. Ich habe die extra in Schlapp gemessen, nicht in irrigiert, sagen wir mal. Weil ich ja keine Gewichte habe, um die da dran zu hängen. Man sieht, ich bin an manchen Stellen 1 Zentimeter, 2 Zentimeter tiefer. Aber besser erstmal etwas zu tief als zu hoch. Kann ich immer noch auffüllen, weil genug Füllmaterial habe ich ja. Hier ist noch was von dieser Erde, die kann ich dann natürlich sofort wieder reinkippen. Ansonsten habe ich hier noch so ein paar Bütten voll gemacht mit diesem Erdschutt-Sandgemisch, keine Ahnung, was es ist. Ich werde hier unten die Fläche auf eine Ebene bringen. Dann kommt dieser Splitkies, was auch immer da drauf. Dann verdichte ich das Ganze mit da hinten meinem übelsten Verdichtergerät. Ist eigentlich nur eine Betonplatte mit einem Laternenpfahl dran. Aber hiermit sollte man das eventuell verdichtet bekommen. Hier muss ich dann noch so eine Stange durchmachen, dass man es ordentlich hoch und runter heben kann. Dass das einfach ein bisschen besser handelbar ist. Ne? Ja, und dann kommt auch diese Folie drauf. Aber was laber ich jetzt? Es gibt jetzt einfach einen Zeitsprung und dann seht ihr, was kommen wird. Und hier sind wir jetzt auch schon bei dem Loch. Ich habe hier das Loch jetzt, das hat um die 22, 23 bis 24 cm Tiefe. Wir wollen ja 20 cm Tiefe haben. Das Ganze hier muss jetzt natürlich verdichtet werden. Um das zu verdichten, nehme ich mir meine professionelle Verdichterplatte. Also erstmal kann ich natürlich diesen Doppel-T-Träger da verwenden und aber auch dieses Teil hier, da werde ich gleich einfach mal durchbohren und gucken, ob ich damit verdichten kann. Wenn es damit klappt, super gut. Sonst muss ich dieses Teil hier nehmen. Mal schauen. Ich bin gespannt. Wenn ich das hier verdichtet habe und ungefähr eine Fläche habe, werde ich das mit Kies-Split hier auffüllen. Das habe ich da vorher entnommen, also habe jetzt nicht mehr an Material gekauft. Ich muss nur das hier, diesen ganzen Aushub hier entsorgen. Aber das geht ja schon klar. Irgendwo ist ja noch ein Straßengraben, ne? Nein, natürlich nicht. Bei der AWB oder Wertstoffhof, irgendwie so, wird das auf jeden Fall abgegeben. Kein Problem. Mein Vater hat jetzt hier die Ränder nochmal wunderschön gerade gestemmt. Dazu hatte ich gestern einfach gar keinen Bock mehr. Das hat er schön hier mit der Hilti, mit dem flachen, breiten Meißel gemacht. Den könnt ihr da auch sehen, ne? Ja, wunderbar. Und genau, das wird jetzt verdichtet. Dann Split und dann kommt hier diese Baufolie drauf. Das ist dafür da, dass der Betonstahl von unten keine Feuchtigkeit bekommt, dass sich keine Feuchtigkeit da hochzieht. Und wir haben uns gedacht, wir füllen den Beton bis hier in die Ritzen auf, damit wir keine Schalung bauen müssen. Das ist jetzt nicht die feine englische Art. Normalerweise baut man eine Schalung. Aber ich bin ja einfach faul und praktisch veranlagt. Moment mal, ist das denn hier fest? Ja, halbwegs. Naja, geht so. Naja, auf jeden Fall bin ich pragmatisch veranlagt. Und ich habe mir gedacht, ich lege hier die Folie einfach so ein Stück hoch, damit hier nichts mehr abbröckelt nachher, wenn man den Beton reingießt, dass es quasi eine Folienschalung ist, die den anderen Druck hier von der Außenkante bekommt. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir überlegt habe. Werden wir sehen. Wir verdichten jetzt als nächsten Schritt und dann kommt der Split. Ich habe jetzt so eine Verdichterrüttelplatte selber gebaut, so ein Handstampfer, keine Ahnung, wie der heißt.
So sieht das aus einem alten Lampending und so, wie vorher besprochen. Das Problem ist mir jetzt nachher aufgefallen, als ich fertig war. Ich habe das Ding komplett diagonal gemacht und nicht gerade. Ja, das heißt, ich muss immer schief halten. Das ist doch blöd am Rand. Das wäre doch besser gewesen, wenn ich es gerade gemacht hätte. Ja, auf jeden Fall ein bisschen verblödet bin ich. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Wir werden es jetzt ausprobieren zu zweit. Wenn es klappt, dann gut. Wenn nicht, dann nicht. Da muss es nochmal neu gemacht werden. Der Erdboden ist jetzt fast komplett gerade. Wir werden jetzt hier mit dem Split den Rest noch ausnivellieren, den auch noch verdichten. Der Boden hier ist jetzt auch so gut, wie wir es hinbekommen haben, verdichtet. Und den Kies werden wir auch noch verdichten. Und dann so auf 21 bis 20,5 cm Tiefe werden wir arbeiten. Dann kommt die Folie drauf und dann kommen die drunter Leisten drüber. Hier sehen wir jetzt die wunderschön verdichtete Fläche. Sehr, sehr schön. Mit dem Split. Fast gerade. Also fast in der Waage. Damit kann man arbeiten. Gute Arbeit. Ja. Und hier ist die Folie, die da drauf kommt. Okay, dann wickeln wir die jetzt mal ab und dann schneiden wir die zurecht. Das hier sind sogenannte PVC-Drunterleisten. Die kommen unter die Moniereisen. Das ist so ein Kompromiss aus wenig Material und dass der Stahl nicht mit dem Unterboden oder mit der Außenwelt in Kontakt ist, weil dann kann der Stahl Wasser ziehen, der rostet und dann bricht oder platzt der Stahlbeton. Und das wollen wir nicht. Und deshalb kommen diese Leisten hier drunter. Die halten jetzt hier einen Abstand von 3 cm und ja, eigentlich sollte das dann so hinhauen. Zack, fertig. Jetzt haben wir aus den 10 Metern 3 gleich lange Leisten quasi gemacht. Fertig. Das war's und darauf kommt die Stahlmatte. Oh, jetzt ist gar nicht gefilmt worden, wie wir die Matte eingelegt haben. Die Stahlmatte. Jedenfalls hat sie super gepasst. Das ist eine Q424 Stahlmatte gewesen. Baustahlgewebe. Und jetzt verbauen wir hier diese U-Profile. Die haben hier einen Abstand von 130 mm, also 13 cm und 300 mm in der Länge. Und die kommen jetzt alle 15 cm hier unten, einmal außen ringsrum. Und ja, dann kommen da noch längs und quer noch ein paar Dinger rein und dann kommt die nächste Matte oben drauf. Und dazwischen kommen noch ein paar Zwischenlagen. Matte, die Verstärkung und die ganzen U-Profile und die Längsstangen alle soweit eingebettet, verrödelt mit diesem Draht, diesem Rödeldraht. Was anderes gibt es ja eigentlich auch nicht zu sagen. In der Mitte die Verstärkung, die habe ich aus Verschnitt gemacht, der noch übrig geblieben ist von den Matten.
Das habe ich dann ausgemessen, dass es den richtigen Abstand hat und dann an diversen Punkten einfach festgepunktet mit dem Schweißgerät. Ihr seht hier mal so einen Punkt. Ne? Und so hält das in der Mitte die obere Matte, die gleich drauf kommt, auf Abstand, dass der Abstand eingehalten wird. Die Dinger, die man sich kaufen kann als Abstandshalter, die sehen ungefähr genauso aus. Die sind da so kreuz und quer dann wie so Schlangen geformt, damit man möglichst viel Fläche durch eine Verstärkung quasi, durch eine Abstandshaltermatte, wie auch immer, hinbekommt. So, wir legen jetzt hier die zweite finale Matte drauf und dann muss das nur noch oben drauf verrödelt werden, mit der Verstärkung da an manchen Punkten festgeschweißt werden und dann sind wir fertig für heute. Dann kann der Beton kommen. Fertig mit dem Bewährungskorb. So sehen meine Hände jetzt aus. Schön braun. Fast wie Bodybuilder-Creme. Ich zeige euch den jetzt auch noch mal von nah an. So sieht er aus. Alles schön verrödelt. Circa 15 cm Höhe von dem Korb und 1,55 x 3,70 in der Länge und Breite. So sieht's aus. War ordentlich Arbeit. Bist du zufrieden? Sehr gut. Top Job. Top Job. Alles klar. Gut, okay. Jetzt warten wir auf den Beton. Im nächsten Augenblick gibt's Beton. Jetzt sind wir soweit fertig. Wir sind kurz davor, den Aushub wegzubringen zum Abfall, was weiß ich was hier, und den Beton im Anschluss zu holen. Weil es liegt fast nebeneinander, also Beton und Entsorgung. Und jetzt haben wir hier die letzten Steine nochmal gerade angebracht. Die waren ja so ein bisschen hochgekommen bzw. auch abgefallen. Hier musste ich mit ein bisschen Estrich unterfüttern und da nochmal eine Schalung hinmachen. Ich hoffe, dass das gleich so weit angehärtet ist, dass es nicht mehr abrutscht, wenn wir dann wieder ankommen mit dem Beton. So sieht die Bewährung hier drin aus, oder der Bewährungskorb hier in der Matte. Ich finde, das ist soweit in Ordnung. Habe bis jetzt noch nie sowas gebaut. Ich finde, das sieht sehr gut und stabil aus. Wir haben eine Schichtdicke von mindestens 2 cm, also 20 mm auf dem Stahl. In der Regel, so im Schnitt, haben wir 22 bis 24, 25 mm auf Aufmaß oder so, auf dem Stahl. Genau, von daher passt das alles soweit. Wir werden hier bis zu den Rändern einfach alles mit Beton vollgießen, weil wir einfach keinen Bock auf eine Bewährung haben und hier diese Steine durchzusägen, weil die Steine zu sägen macht ordentlich Dreck, das wollen wir nicht. Und ja, ich hoffe, das funktioniert. Wir werden es jetzt sehen. Im nächsten Augenblick haben wir auch schon den Beton. Jetzt sind wir hier beim Betonwerk und werden jetzt den Beton hier einmal da vorne einfüllen lassen. Und dafür haben wir jetzt hier die Bütten, womit wir auch den Schutt weggebracht haben. Die werden jetzt alle einfach mit Beton befüllt. Einmal im Hänger, einmal hier drinnen und zwei Fahrten. Dann sollten die 1,3 Kubikmeter befüllt sein, hoffe ich zumindest. Perfekt, war ein bisschen voller Beton. Falls sich jemand mal gefragt hat, wie diese Lego-Steine gegen Terrorismus gebaut werden, so. Hier auch bei so einem Betonwerk. Schön mit einer Schalung. Und dann kommt da einmal Beton rein. Ne? Und dann sieht er so aus. Oder nee, das sind ja keine Lego-Steine, muss man ja Klemmbausteine nennen. Ne? Macht er jetzt gerade seine Schippe sauber und dann lässt er das befüllen hier mit der Anlage und dann schippen wir das raus per Schippe in die Bütten rein. Ja? Anders geht's halt leider nicht.
Kraftstoff. Jetzt ist der Beton da. Jetzt werden wir den hier ausladen. Und dann schippen wir den einfach unten gleichmäßig drauf. Und dann wird er verdichtet mit diesem Elektro-Vibrator-Schwengel hier. Mit dem Ding hier. Da blende ich euch ein, wie das genau heißt. Und dann kommt er so und dann vibriert man dazu richtig dicht. Weil der Beton jetzt extrem trocken ist, wir haben den relativ trocken bekommen und ich den nicht richtig verdichten kann, werden wir das Ganze jetzt nochmal mit dem Gartenschlauch wässern. Die nächste Charge vom Beton ist auch ein bisschen feuchter als der jetzt und ich hoffe, dann wird das schön blubberig, so wie siedendes Wasser muss es ungefähr aussehen, wenn wir den Schwengel da reinhalten. Seht ihr jetzt, dass die Abziehpatsche, die ich mir selber gebaut habe, für gerade mal, ich meine, unter 10 Euro Materialkosten, dass sie schon ganz gut funktioniert so. Ich weiß nicht, was eine fertige Abziehpatsche kostet, aber das wird mehr sein als 10 Euro oder unter 10 Euro. Und von daher funktioniert das eigentlich astrein. Ne? Zeig mal, wie der oben der Winkel funktioniert, dass das Ding beweglich ist. Siehste, super easy. Ein paar Muttern, ein Schräubchen. Ja, funktioniert, ne? So, und jetzt kann man da mal sehen, wie das funktioniert. Eigentlich nicht schieben, sondern ziehen. Fangen wir hier vorne an. Sollte man dann da drüber gehen, wenn der Beton so leicht angehärtet ist, und dann zieht man das immer wieder ab und lässt ihn immer wieder anhärten, so leicht, die Oberfläche. Und dann geht man so ziehend, schleppend und hin und her wackelnd, patschend quasi, geht man da drüber und dadurch zieht man die Betonfläche glatt. Dieses Hin und Her lässt das Material wieder weich werden. Das gleiche, die gleiche Funktion hat ja dann da hinten auch dieser, wie heißt das Ding? Vibrator, Rötler, keine Ahnung, Schwengel. Der hat ja quasi die gleiche Funktion. Der setzt die Masse in Schwingungen. Das ist das gleiche wie bei Stärke und Wasser, wenn man das auf dem Lautsprecher macht. Eigentlich ist es fest, die Masse, aber wenn man das auf dem Lautsprecher macht, dann verflüssigt sich das Ganze. Das gleiche hat man auch bei Treibsand und hier halt auch, genau. Und man nutzt das hier jetzt einfach, um es glatt zu machen. All I can see is gray tones. So I thought today we'd do a picture in gray just to show you that anyone can paint. Und zack ist das Fundament fertig. War eine ganze Menge Arbeit, über eine Woche oder nee, eigentlich
Doch eigentlich schon über eine Woche, weil wir haben jeden Tag über 8 Stunden gearbeitet. Das heißt, also so 12 Stunden und manchmal auch mehr pro Tag. Also das war schon deutlich mehr als eine Woche Arbeit. Habe ich vieles mit meinem Vater gemacht, aber auch einiges alleine. Ich bin an meine Energiegrenzen gegangen. Ich war richtig fertig. Ich habe nachts nicht richtig liegen können auf dem Bett. Alles hat wehgetan. War das schon lange nicht mehr gewohnt, so anzupacken. Das ist jetzt endlich geschafft. Ich denke, ich baue kein Fundament mehr in nächster Zeit. Habe das deutlich unterschätzt. Ich habe zuletzt mit, wie alt war ich denn da? 2008 habe ich das letzte Mal so richtig gegraben und das war auch nicht schön. Da habe ich einen Koi-Teich gegraben von 20.000 Litern und dann noch eine Filterkammer drumherum. Nicht drumherum, nebenan. Das war einiges an Erde. Ich schätze mal, also man rechnet einen Aushub mal 1,3. Ein Erdaushub, ja, dann kann man sich denken, wie viele Schubkarren ich schippen, fahren musste. Ich habe vieles geschippt und mit der Spitzhacke gemacht. Nix mit dem Bagger, alles mit der Hand. War eine furchtbare Arbeit. Hier das jetzt auch. Das hier ging ein bisschen schneller als der Teich, aber trotzdem, also nochmal machen will ich es nicht. So sieht's inzwischen aus. Ich habe hier einen Tag, nachdem der Beton hier lag, bin ich hier nochmal hingekommen und habe hier die Ränder nochmal richtig schön nass gemacht und dann mit dem Besen hier alles weggefegt, damit diese Trennung zwischen Pflasterstein oder wie auch immer man diese Steine nennt und Betonfundamentplatte, dass da einfach eine deutliche Trennung zwischen ist. Hierfür brauche ich noch ein bisschen Sand. Gehe ich mir auf den Kinderspielplatz klauen. Aber ich hoffe, ihr verratet mich nicht. Das werde ich dann da so ein bisschen einfegen. Die Steine sitzen wieder. Da waren ja die Steine hier, musste ich ja alle neu setzen. Das Fundament muss jetzt, es braucht Zeit. Es braucht mindestens 28 Tage, bis Beton oder so ein Fundament richtig belastbar ist. Aber dadurch, dass es hier so kalt ist, würde ich sagen, dass es noch mal Minimum 1-2 Wochen länger brauchen wird. Das heißt, ich habe jetzt erstmal Zeit, um andere Sachen zu machen. Und die Hebebühne, da müssen auch Mutter und Folgemutter oder Hilfsmutter, wie auch immer, auf jeden Fall diese Mutter müssen ausgetauscht werden. Ein bisschen muss gewartet und revidiert werden. Der Platz hier hinten muss weggeräumt werden. Mein Platz habe ich ja jetzt zum Glück ein bisschen aufgeräumt. Hier kommt noch alles Mögliche an Müll weg. Bewährungsstahl muss ich noch, den restlichen, der noch über ist, muss ich irgendwie verticken und loswerden. Ist ja ein bisschen mehr gewesen, als ich haben wollte, aber ging halt nicht anders. Genau, sonst habe ich noch was vor mit der Tischbohrmaschine, da habe ich schon was vorbereitet. Meine Werkbank, also mit meinem Arbeitsplatz geht es auch voran. Seid einfach gespannt. Jetzt habt ihr gesehen, wie man ein Fundament baut für eine Hebebühne. Beim nächsten Mal lernt ihr irgendwas anderes, Sinnvolles oder Unsinnvolles. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.